Bei jedem Notfall müssen wir zuerst feststellen, ob der Patient noch ansprechbar ist oder ob er nicht mehr reagiert. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Hallo? In diesem Fall reagiert Monika nicht auf Herbert. Das heißt, wir wissen, es ist etwas passiert. Herbert kann schon den Notruf wählen oder er veranlasst eine andere Person, die 144 zu wählen. Wenn ein Defibrillator in der Nähe ist, kann er jemanden schicken, um ihn zu holen. Jetzt muss Herbert feststellen, was für ein Notfall genau vorliegt. Atmet Monika überhaupt noch? Er überstreckt ihren Kopf weit nach hinten, öffnet so ihre Atemwege und hört, sieht und fühlt, ob ihre Atmung regelmäßig kommt. Herbert hat festgestellt, dass Monika noch atmet. Es liegt also eine Bewusstlosigkeit vor. Damit ihre Atemwege weiterhin frei bleiben, bringt Herbert Monika in die stabile Seitenlage. Dafür legt Herbert Monikas Arm im rechten Winkel zu ihrem Körper, greift in die gegenüberliegende Kniekehle und verbindet das Knie, nachdem er es hochgehoben hat, mit dem Handgelenk. Dann dreht er sie langsam und vorsichtig zu sich. Das Überstrecken des Kopfes ist deswegen wichtig, damit Monikas Atemwege auch frei bleiben und die Zunge diese nicht verlegen kann. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überprüft Herbert dann regelmäßig Monikas Atmung.